herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin hier gerade mal am Hackschnitzel einfüllen, Stroh einfüllen. Fürs Sägewerk, dass wir hier wieder ein paar Bretterpaletten produzieren können. Holz haben wir noch 128.000 drin. Es könnte sich gut mal ausgehen, dass wir hier wieder ein paar Bretterpaletten rauskriegen. So, das passt. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen, ob ich gerade mal schaue, was der Dinkelwert ist. Dinkel, Dinkel, Dinkel. Der ist bei 940. Und Mohn ist... Aber ich habe, glaube ich, nochmal Dinkel angepflanzt, oder nicht? Hier ist, glaube ich, nochmal Dinkel drauf. Dinkel. Ja. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Werden wir jetzt erstmal nicht abernten können. Und dann behalte ich den Dinkel einfach mal auf Vorrat. Ich müsste zwar ein bisschen Geld verdienen, aber das muss auch noch ein bisschen warten. Upala. Wichtig war jetzt erstmal, dass wir das Sägewerk wieder anschmeißen. Und der Rest wird nach und nach kommen. Stellen wir das Gespann hier wieder auf den Hof und dann können wir morgen früh, denke ich, mit der Ernte weitermachen. Ich habe irgendwie ein bisschen das böse Gefühl, dass irgendwann die Polizei hinter mir steht und ich richtig fetten Strafzettel kriege. Manchmal denke ich, das passiert jeden Moment. Aber je länger es nicht passiert, desto besser. So. Gut. Ah, das erledigt. Dann latschen wir mal wieder rüber. Schlafen wir heute nach dem Drescher. Das Gequäke gerade gehört, ey. Dachte schon, das wäre eine Wildsau. Hm.
So, die Frage ist natürlich auch, wie viel geht denn noch in den Anhänger rein? Kann ich das mit einem Anhänger abdecken oder brauchen wir dann noch einen zweiten? Ich meine, der zweite Anhänger steht ja auch schon parat, aber trotzdem. Hoppala. Oh, vergessen, das Licht auszumachen. So. Klingelingeling. Ja, Stefan Müller hier. Ja, servus, Volker hier. Hi. Wie schaut's denn bei dir gerade aus? Boah. Was machst du? Wie geht's? Wie Bin steht's? gerade etwas sehr beschäftigt. Was denn los? Bin ja jetzt gerade beim Händler, jetzt fahre ich wieder nach oben, hole das LKW gespannt, fahre zum Krüger, ihm kurz helfen. Er hat mich gerade nämlich um Hilfe gebittet. Fahre ich schnell hoch und den LKW gespannt und fahre den das LKW gespannt erstmal zu ihm. Danach muss ich gewinnen, muss ein LKW im Wasserfass ab, da ich mein Wasser hier holen kann. Okay. Die Schafe haben sehr viel Durst und ich habe kein Wasser mehr. Okay. Und sonst, der Wien hat mir am Montag gemeint, dass du dir den Weber jetzt holen wolltest, die Weberei. Ja, das war eigentlich mein Plan. Dann kam ja aber die liebe Gemeinde mit den Steuern um die Ecke. Das heißt, da fehlt dir jetzt Geld oder was? Genau, jetzt fehlt mir halt Geld. Und weil ja mein Geld jetzt gefehlt hat und ich das nicht so schnell wieder reinbekomme, habe ich jetzt mir gesagt, dass ich mir jetzt erstmal davon jetzt ein bisschen was an Wasser hole. Okay. Idee wäre auch, ob du dir dann nicht vielleicht nochmal ein paar Schafe vorher holst. Ja, das könnte ich auch noch machen. Ich habe jetzt im Moment 66 Schafe. Ah, okay, nee, das ist ja schon mal gut. Ja, 66. Wir brauchen halt sehr viel Wasser zurzeit. Ich bin sehr durstig. Nee, dann Deswegen ist. haben wir auch zurzeit sehr viel Wolle. Ja, das ist schon mal gut, aber dann guck lieber, dass die Versorgung erstmal steht. Das ist dann schon richtig. Ja. Wenn ihr eigentlich genügend hättest. Okay. Gut, und der Diesel sät gerade bei dir Gras an. Ja, der ist fast fertig. Okay. Oh, dann müsste das ausgehen. Ich wollte noch fragen, soll ich dann irgendwie noch mal ein paar Pakete Saatgut noch mal irgendwie nachstellen oder? Brauchst du Saatgut? Also ich hatte hier Saatgut mal oben liegen, aber das ist auf unwahrscheinlichsten Gründen, keine Ahnung, so verschwunden. Ja, ich erinnere mich. Da war mal eine Diebesbande unterwegs. Die haben bei mir auch Strohballen geklaut. War Ja. auch erfreulich. Das ist sogar von einem Fehl. Ich habe oben, wir haben doch den Tag zusammen so Abtransport gemacht von Fahrzeugen. Mir fehlt vorne mit da ein. Ich habe hier oben noch eine Ballengabel liegen. Warum auch immer ich eine Ballengabel hier oben habe. Hast du eine Ballenpresse? Nein, ich habe gar nichts davon. Wieso habe ich eine Ballengabel? Kannst du Das die hatte mich vorhin gefragt. irgendwie transportieren? Ja, mein Frontradar musste ich gerade zur Reparatur erstmal geben. Der ist fast total schaden. Ja, dann verkaufst du die irgendwann. Also Ballenspieß hätte ich jetzt auch keine Verwendung. Nee. Aber auch der Ballenspieß, der sieht schon so hundsalt aus, da wird doch kaum noch was geben. Ja, guckst halt mal. Bei 50 Euro für so circa. Besser wie nix. Kannst du dir mal Aha. eine Stulle kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Jo, wenn du oben fertig bist, dann würden wir uns freuen, wenn du dann mal auch hier runterkommst und hier ein bisschen Attacke machst. Ja, es war jetzt halt die letzte Woche. Ich musste meine Schafe jetzt erstmal versorgen und alles. Ja.
Ja, ist Aber klar. es fällt jetzt dazwischen. Ja, ich meine nur. Also wir müssen halt mal gucken, dass man, weil ich bin hier jetzt schon wieder die ganze Woche am Ernten und habe gefühlt keine Zeit, dass ich irgendwie mich um meine Produktion kümmern kann. Wenn du irgendwie Hilfe an Abtransportmöglichkeiten brauchst, sag Bescheid, ich fahre dir alles von A nach B. Ich bräuchte eher Hilfe bei den Produktionen, weißt du, die Oder laufen sowas. halt zum Du Teil musst mir leer. nur Bescheid sagen, dann versuch so schnell wie möglich dorthin zu kommen, jeweils. Ja, deshalb, wenn du fertig bist, dann komm einfach runter. Jo. Gut, bis dann mal. Jo, ciao. Ciao. Ja, das ist gerade so ein bisschen das Manko, ne? Dass der hier nicht richtig aus den Puschen kommt. Ich hoffe, dass er wirklich wenigstens aktiv an seiner Farm arbeitet, an seinem Hof. Und das nicht nur vorschiebt. Uppala. Mist, ey, schon wieder, ey. Geht mir so auf den Geist. Bremsen sind nicht mehr die besten hier. Dass er nicht nur sagt, er arbeitet, sondern dass er wirklich arbeitet, dann ist auch alles in Ordnung. Weil sonst weiß ich nicht, ob so die Agrargemeinschaft so für ihn oder für uns so wirklich von Vorteil ist, wenn er da mit dabei ist. Weil aktuell sehe ich eben noch keinen Vorteil, den die Gemeinschaft von ihm hat. Na klar, er würde abfahren, aber abfahren ist halt nicht das Hauptgeschäft. Wir müssen gucken, dass die Produktionen laufen. Die laufen zum Teil eben nicht. Metzger müsste ich auch mal wieder reingucken. Ja. Guck ich gleich mal, wenn ich die Bahn fertig habe. Metzger. Oh, die sind noch am Laufen. Leder haben wir einen Haufen. Leder haben wir 36.000. Haben wir 6 Paletten. 6 Paletten von dem und 6 von dem. ...660 und 570. Uns Leder können wir, glaube ich, nicht verkaufen. Nee, sieht nicht so aus. Ich hab einiges auf Vorrat, aber ich verkaufe halt gerade noch nicht. Wenn ich dann mal anfange zu verkaufen, dann müsste es eigentlich ein ziemlich gutes Geschäft werden. Aber das schauen wir diese Woche mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.